Sind Sie bereit? Wir wollen jetzt machen, dass Sie einen Kondensator, einen Widerstand in eine Reihe schalten und es ist ein Aufladevorgang. Das Gegenteil von Aufladen, Entladevorgang. Genau. Aufladen, Entladevorgang. Aufladestrom, Entladestrom. Und wie ist das eigentlich jetzt mit dem Aufladen? Das wollen wir genauer jetzt lernen in dieser Aufgabe 24. Den ersten Teil beim Aufladen über den Widerstand 5 Kiloohm. Wir wollen jetzt zeichnen, wie sieht das aus. Und zwar, das Schaltbild sieht folgendermaßen aus. Ich zeichne nochmal, damit die anderen T1 nochmal anschauen können. Vorschaltwiderstand, Kondensator und so ist das. Nochmal, und wenn wir dann vertauscht, wenn wir vertauscht, dann das ist völlig egal. Ja, man darf gerne so den Vorschaltwiderstand links vom Kondensator oder rechts vom Kondensator. Sie werden so einstellen, dass die Spannung genau für den Kondensator gegeben wird. Und es wird nicht zu viel für den Kondensator. Bei der Reihenschaltung, es ist egal mit Vorschaltwiderstand, aber es ist nicht egal, wenn Sie eine Schmilzsicherung haben. Wenn Sie eine Schmilzsicherung, zum Beispiel sowas, ich übertreibe jetzt ein bisschen diese Schmilzsicherung. Schmilzsicherung sieht so aus, ja. Das darf aber nicht verwechselt. Es muss immer an der Seite, wo die Elektronen tatsächlich fließen zum ersten Mal. Stimmt's? Wohin fließen die Elektronen? Vom Pol der Spannungsquelle nach rechts oder vom Pol der Spannungsquelle nach links? Also die Elektronen, diese physikalische Stromrichtung. Fließt das jetzt vom Minuspol oder vom Pluspol? Vom Minuspol. Das heißt tatsächlich, fließt jetzt Elektron eigentlich über die Schmilzsicherung, über den Vorschaltwiderstand zum Kondensator. Stimmt's? Ja. Und ich darf diese Schmilzsicherung nicht hier rechts legen, sondern links. Warum? Warum? Ich darf die Schmilzsicherung nicht rechts vom Kondensator legen, sondern links vom Kondensator. Ja, das lässt sich zurückzuführen zu der Funktion von Schmilzsicherung. Wozu ist Schmilzsicherung? Erinnern Sie sich, letzte Woche haben wir über MCB gesprochen, Circuit Breaker, Stromunterbrecher. Jetzt heute nur am Rand haben wir Schmilzsicherung. Schmilzsicherung. Ich zeichne nochmal auf. Schmilzsicherung. Ja, die Funktion wird dann nicht mehr da. Die Schmilzsicherung ist ja dafür da, damit der Strom gesichert ist. Stimmt's? Damit es nicht so viel oder allzu große Stromstärke bei der Schaltung. Und Elektronen fließen zunächst doch durch die linke Seite zum Kondensator. Habe ich recht? Das heißt jetzt, die Schmilzsicherung spurt gleichzeitig, sobald die Elektronen fließen. Und wenn allzu große Stromstärke bei dem Strom ist, dann kann die Schmilzsicherung schmelzen. Wenn das schmilzt, was bedeutet das, wenn das schmilzt? Weg mit diesem Draht in der Schmilzsicherung. Stimmt's? Wenn das jetzt geschmolzen wird, das heißt zerrissen. Zerrissen heißt putus. Wenn das zerrissen wird, das heißt der Strom wird unterbrochen, dann Kondensator, Vorschaltwiderstand sind geschützt. Alles klar? Deshalb muss das wirklich an der Seite gelegt, wo tatsächlich der Strom zum ersten Mal fließt. Weil er muss ja als Schutzfunktion dastehen. So, das ist am Rand. Aufgabe 2.
Ist das klar, Bill? Weil das war Ihre Frage. Darf ich jetzt links oder rechts vom Kondensator legen, diese Vorschaltwiderstand? Bei Vorschaltwiderstand ist es relativ egal, aber bei Schmitzsicherung das ist nicht egal. Okay. Das Diagramm zeigt zeitliche Abhängigkeit der Spannung. Die, wo wird gemessen? Am Widerstand. Das heißt, die Spannung hier ist der Spannungsabfall am Widerstand. Können Sie das immer markieren? Am Widerstand, am Kondensator, am Gerät. Ja, nicht die Spannung von Vorschaltwiderstand. Alles klar? Weil die Spannung kommt von Spannungsquelle. Die Spannung ist immer von Spannungsquelle. Aber hier ist der Spannungsabfall am Vorschaltwiderstand, Verbraucher, am Gerät und Kondensator. Bestimmen Sie aus dem Diagramm die Spannung U der Stromquelle und die größte fließende Stromstärke und welche Spannung tatsächlich fällt am Kondensator ab. Naja, die dritte Frage ist ein bisschen heikler. Das würde ich dann später behandeln. Aber jetzt erstmal, wie groß ist die Spannung am die Spannung von der Spannungsquelle? Ja, aus der Beziehung Spannungsquelle ist gleich die Spannung. Spannungsquelle ist gleich die Spannung vom Kondensator zu jeglicher Zeit plus die Spannung am Kondensator und die Spannung am Widerstand R zu jeglicher Zeit. Yes, sir. Oh ja, stimmt. Ist das okay? Yes. Yeah, good. U0 selbst ist konstant. Das heißt, die Summe ist 20 Volt. Ja, weil am Anfang der Kondensator hat keine Spannung und dann der Widerstand ganz am Anfang hat die alle Spannungsabfall bekommen, 20 Volt. Das heißt, U Spannungsquelle ist gleich 20 Volt. Okay, doch. Haben Sie verstanden? Na. Und dann die nächste Aufgabe. Was war denn, Riguel, die nächste Aufgabe, Bruder? Die größte Stromstärke von dem Strom, stimmt's? Ja. Wenn es größte Stromstärke gibt, dann gibt es auch kleinste Stromstärke. Was ist die kleinste Stromstärke, die beim Aufladevorgang tatsächlich passiert? Null. Das bedeutet, fließt keiner mehr. Stimmt's? Warum fließt kein Strom mehr? Die Ladungen sind schon voll, das Wort voll aufgespeichert, genau. Dann kann keine Elektronen mehr reinkommen, stimmt's, pro Zeit. Das heißt, wenn die kleinste tatsächlich gefragt ist, dann würden Sie beantworten, die kleinste Stromstärke I, können Sie das als extra schreiben, ist gleich I am Ende des Aufladevorgangs, DE, sage ich mal, und das ist gleich 0. Ampere. Genau. Die größte Stromstärke passiert am Anfang, nämlich I, T gleich T0. Korrekt? Ja, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Wie kann ich das messen? Genau. I, T0, das heißt, die größte Stromstärke, die zum Kondensator fließt, ist tatsächlich auch die Stromstärke, die am Kondensator vorbei passiert. Wieso? Wieso ist die Stromstärke am Kondensator ist auch gleich die Stromstärke zum Kondensator ist auch gleich die Kondensator, die Stromstärke am Widerstand? Wieso? Warum ist die Stromstärke zum Kondensator? Zum Kondensator ist auch die Stromstärke durch den Widerstand. Warum? Serie-Schaltung, genau. Serie-Schaltung oder Reihe-Schaltung. Müssen Sie nicht Angst haben, wenn Sie sagen Serie, das ist tatsächlich auf Deutsch Serienschaltung. Okay? Wie Serienkiller. Have you ever? Haben Sie schon mal gehört? Ja? Alert ist Serienkiller vom Herzen zum Beispiel, weil so viele Menschen wurden verletzt von Alert zum Beispiel. Zum Beispiel, Alia, vielleicht, ich hoffe, Sie sind nicht der eine von der Erfahrer, ja? Okay. I, T0 ist gleich I am größten, auch zum Kondensator oder auch am Widerstand. Dann darf man diese Beziehung jetzt benutzen. U vom Widerstand
Spannungsabfallwiderstand geteilt durch R vom Widerstand. Darf ich das benutzen? Ja, aber ich muss das erstmal schreiben, stimmt's? Na, weil die gefragt ist eigentlich die Stromstärke zum Kondensator. Dann muss ich erstmal erzählen, ja, okay, das ist auch der am Widerstand Stromstärke. Dann, wie groß ist der Spannungsabfall? Der Spannungsabfall, Entschuldigung, am Widerstand 20 Volt geteilt durch 5 Kilo Ohm. Antwort? 1 geteilt durch 250. Genau. Einheit? Ampere. Wie viel Milliampere ist das? 4 Milliampere. Ist es klar, wie man das rechnet? Genau. Okay, haben Sie recht. Gut, jetzt größte Stromstärke schon. Die letzte. Welche Spannung fällt am Kondensator an? Ist die Frage eigentlich klar formuliert? Nee. Nein, nicht klar formuliert. Stimmt's? Welche Spannung fällt am Kondensator ab? Wann denn, Herr To? Wann denn, Herr Jab? Müssen Sie mich zurückfragen. Stimmt's? Am Anfang natürlich, der Spannungsabfall? Null. In der Mitte? Zwischen 0 und 20. Stimmt's? Und dann am Ende? 20 Volt ist der Spannungsabfall. Also, das ist unklar. Also, ich schreibe einfach U vom Kondensator. Lass uns jetzt vielleicht zeichnen. U vom Kondensator sieht so aus. Am Anfang zur Zeit 0 Millisekunde ist natürlich der Spannungsabfall 0. Und dann am Ende des Aufladevorgangs, wann ist das denn am Ende? Circa 40 Millisekunden. Circa, ja, 40 Millisekunden. So sieht das jetzt aus. Stimmt's? Ungefähr. Haben Sie verstanden? Können Sie das zeichnen? Ergänzen Sie jetzt, weil diese Aufgabe unklar ist. Am besten antworten wir jetzt so mit der Mail. Alle möglichen Zeit wurden Sie dann beantwortet. Zur Zeit 0, der Spannung 0, zur Zeit T, am Ende des Aufladevorgangs, 40 Millisekunden, 140. Ist das Bild spiegelbildlich zu dem Bild von UR? Ja. Yes. Spiegelbildlich, stimmt's? Können Sie das jetzt ergänzen, kommentieren? Das Bild von UC ist spiegelbildlich mit UR. Das Bild von UC ist spiegelbildlich mit UR. Okay, natürlich gespiegelt an der Achse vom Schnittpunkt. An der Achse, die den Schnittpunkt eigentlich geht, durch den Schnittpunkt geht, nämlich ist zum Beispiel. Gut. Teil 2, fertig. Fragen? Jetzt yes, eine Frage, genau, sehr gut. Teil 3. Ah, jetzt kommt, was ein bisschen schwierig ist. Olive, können Sie das bitte lesen? Wie ändert sich? Okay, lass uns jetzt beantworten. Gefragt ist jetzt der Zusammenhang. Ist es jetzt gleich oder nicht gleich, wenn der Kondensator eine größere oder eine kleinere Kapazität? Ich möchte ein bisschen jetzt spielen mit den Formeln. Ja? Q, wissen Sie, das ist C mal U. Korrekt? Q, C, U. Okay. Kapazität gleich oder nicht gleich? Nicht gleich. Nicht gleich. Gut. Wenn Kapazität nicht gleich, also die U ist ja immer dieselbe, stimmt's? Die U am Kondensator ist immer 20 Volt. Korrekt? Ja. Und die Kapazität wird erhöht, wird deshalb auch die Ladung, die gespeichert ist, die zum Kondensator auch fließt, groß. Genau, größer als vorher.
Okay, wie rechnet man ansonsten diese Q? Haben Sie ja gelernt, das Q rechnet man aus Integral I dt. Genau, Integral I dt. I natürlich zum Kondensator, aber wir haben das gelernt aus zweiten Teil, dass das ist auch die I durch den Widerstand R dt. Ich schreibe das in Klammern T, in Abhängigkeit von Zeit, stimmt's? Ja, also. Yes. Oh, okay. Die Folie wollen Sie fotografieren. Yes. Ist mein Foto auch drin? Wenn nicht, dann bitte wiederholen Sie. Narzisstisch. Nein, 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 Narzisstisch. Nein, nein, tut mir leid. IR, haben Sie gewusst, das ist U, Spannungsabfall am Widerstand, T, geteilt durch R Widerstands, DT. Ich hoffe, in dieser Formel sieht man einige Sachen in Bewegung, oder? Was ist das, was das Wichtigste eigentlich, um diese Frage zu beantworten? Die Frage ist, ist das Bild immer dasselbe? Ist der Zusammenhang OT-Diagramm immer dasselbe? Nee. Wenn die Kapazität erhöht wird und deshalb auch die Ladung erhöht wird. Lass uns sehen. Die Formel sieht ja so aus. Man kann das jetzt so machen. U, R von T, dt. Schauen Sie. Meine Ladung ist Q. Wenn ich Ladung und R zusammenbringe, dann habe ich diesen Zusammenhang. U dt. Stimmt's? Ja, schauen Sie. Widerstand gleich 5 Kilo voll, 5 Kilo Ohm. Ladung gespeichert natürlich mehr. Und URDT, was war das nochmal? URDT? Was war das URDT? Was bedeutet das wirklich eigentlich in Mathematik? Integral UDT? Was bedeutet das? Integral UDT? Was bedeutet das? Hat Herr Daniel Ihnen erzählt, was Integral immer bedeutet? Oder ich und Herr Paul schon mal erwähnt, stimmt's? Was bedeutet denn eigentlich Integral? Damals haben wir auch solche Formeln zum Beispiel. Integral F ds. Ja, die Summe von alle Streifen bei FDS-Funktion oder FDS-Diagramm. Aha, das stimmt. Oder eigentlich, das ist, oder ich benutze jetzt das Bild lieber hier, Sie haben das Bild U dt. Und wenn ich integriere, was bedeutet das? Flächeninhalt, stimmt's. Also, UDT ist bedeutet hier der Flächeninhalt unter dem Graphen, unter der Kurve. UT-Diagramm. Stimmt's? Also schreiben Sie dann da gern, dieses hier ist der Flächeninhalt. Der Flächeninhalt UT-Kurve. Flächeninhalt UT-Kurve. UT-Kurve. Ja, was bedeutet denn nun jetzt? Bleibt UTDT-Integral gleich? Oder muss UTDT-Integral anders sein? Schauen Sie sich an. Was geht durch Ihren Kopf, wenn Sie diese Beziehung jetzt anschauen? Anders. Wieso anders? Weil die Q ist größer. Größer als vorher. So muss auch das Integral größer als? Vorherige. Genau, da muss größer. Was bedeutet das jetzt zu unserem Bild? Ich zeichne ganz kurz jetzt das Bild. Ich habe zunächst dieses Diagramm 20 und dann sieht es so aus. Stimmt's? Bis circa 40 Millisekunden. T-Diagramm. Na nun, wenn dieser URDT integral größer ist, wie sieht das aus ungefähr qualitativ? Längere Zeit. Längere Zeit. So? Ah, nee. Mit yes. Es leicht
uns so anfallen, dass wir vielleicht diese Funktionskurve nehmen, stimmt's? Das ist auch größere Fragilität, stimmt's? Aber das darf man nicht machen. Und das könnte vielleicht der Fehler sein, oder mein Fehler sein, Herr Schüler, dass ich, damit ich eine größere URTT habe, dann habe ich eine größere oder höhere Kurve nehmen. Stimmt's? Ah, das darf ich nicht. Warum? Weil die Spannung beginnt immer bei UR maximal. Und UR maximal ist ja UR maximal U, die von der Spannungsquelle eingegrenzt wird. Stimmt's? Nämlich 20 Volt. Mehr darf man nicht haben. Also, wie sieht das aus? Das kann ja nur größer sein mit dem Flächeninhalt, wenn man von dort beginnt, aber spätere Zeit haben. Der Aufladevorgang endet ein bisschen später. Der Aufladevorgang muss länger dauern. Und das macht ja Sinn, weil du hast mehr Ladungen zu speichern, stimmt's? Dann du brauchst natürlich mit der gleichen Stromstärke, du brauchst ein bisschen länger Zeit, um reinzustoppeln, ja, um das hinzupacken. Das heißt, der Aufladevorgang dauert länger. Der Aufladevorgang dauert länger. Aufladen fährt, das Aufladen fährt auch, aber Aufladevorgang ohne Ende. Aufladen. Mit Vorgang Aufladen, aber ohne Vorgang Aufladen. Das Aufladen dauert länger. Oder der Aufladevorgang dauert länger. Verstehen Sie? Ja, mit Vorgang ist es anders. Dann mit der die Aufladung dauert länger. Genau. Ja. So oder so dürfen Sie machen. Aufladevorgang, die Aufladung oder das Aufladen. Ja, das ist so. Genau. Ist das klar? Frage? Bei Teilaufgabe 4 wollen wir die Aufgabe kurz lesen. Wie ändert sich jetzt die Darstellung? Die Darstellung von URT-Diagramm. Wenn man den Kondensator noch den gleichen haben, nämlich der Kondensator mit der gleichen Kapazität, aber jetzt man lädt ihn auf über einen anderen Widerstand. Der eine ist größer als vorher, der andere ist kleiner als vorher. Ah, wie ist es jetzt? Idee oder Vorschlag von Ihnen? Vincent, Vorschlag. Welchen Vorschlag haben Sie? Wo soll ich anfangen? Miguel, Vorschlag, wo soll ich anfangen? Von welcher Gesetzmäßigkeit? U ist gleich. Okay, U ist gleich. OQ. OQ. U ist gleich. C mal U. C mal U. Gilt für beides natürlich, stimmt's? U ist gleich C mal U. Gut. C bleibt konstant. U sich verändert, aber maximal nur 20 Volt, stimmt's? Maximal 20. Oder nicht? Nee? Am Kondensator maximal, wie viel Spannung kann er haben? Am Kondensator? 20 Volt. C bleibt gleich. Das heißt, die Ladung, die gespeichert wird, die totale Gesamtladung, die in den Kondensator reingestopft ist, ist immer die gleiche Ladung. Also gleiche Ladungsmenge. Stimmt's? Gilt für beides. Gleiche Ladungsmenge. Können Sie das schreiben? Gleiche Ladungsmenge sowohl
für die linke als auch für den rechten. Das ist Fall, wobei R später klein, R groß. Können Sie das erstmal schreiben? Ja, genau, das will ich jetzt mal die Beziehung schreiben. Sie haben ja die Beziehung gerade von mir hergeleitet bekommen. Q mal R ist gleich Integralform. UT, genau, U von wem? Vom Widerstand. Ja, indirekt haben wir dann vom Widerstand alles jetzt gesehen, abgelesen und betrachtet. DT. Wir wollen ja den Verlauf von dieser Funktion jetzt anschauen. Gut, Ladungsmenge gleich? Gleich konstant. Was wird geändert? R. Manchmal klein, manchmal groß. Stimmt's? Hier R vergrößert, R verkleinert. Zwei Fälle. Na, was meinen Sie? Was wird dann auf der linken Seite sein? Kleiner oder größer? Auf der linken Seite der Gleichung. Kleiner oder größer? Wenn er größer wird, dann Integral U dt muss auch größer sein. Auf der rechten Seite, wenn er verkleinert wird, wenn Sie einen anderen Widerstand mit kleinerem Widerstandswert haben, dann Integral U t dt muss auch kleiner. Habe ich recht? Hallo? Was bedeutet das jetzt bildlich, Pinzeno? Was bedeutet das jetzt für zu unserem Verlauf der UT-Diagramm? Die Frage ist, wie ändert sich jetzt der Verlauf des UT-Diagramms? Ich zeichne nochmal das Bild von unserem vorherigen Diagramm. Das ist das Diagramm am Anfang. Zack, 20 Volt Beginn, endet bei 40 Millisekunden. Und dann jetzt T, und das ist jetzt UR. Ah, finden Sie noch? Für den Fall links, für linker Fall, wie sieht das aus? Die gleiche ein bisschen nach oben, also so ungefähr. Stimmt's? Yes. Mein Kind gerade lernt gerade yes oder no. Auf Indisch, das ist no. This is? Yes. Welche wollen Sie? Ist das wahr? Ja, okay. Erstmal, das ist Vincents Meinung. Für die Linke oder für die Rechte? Für den linken Fall. Für den rechten Fall? Also hier zeichne ich. Nach unten. Verschieben, meinen Sie? So, okay. Gabrieli, wie finden Sie? Stimmt? Nein. Sie zeichnen sich doch gern. Gabriele, gehen Sie nach vorne, korrigieren Sie. Sie wollen das immer bei der rechten Aufgabe, bei der rechten Aufgabe. Also wir Lehrer sind so begeistert von Alia, von Clemens, ja, weil Alia und Clemens sind aktiv, Devin auch. Ich habe Ihre Chance. Wo ist die? Oh, ich denke. Eine gemacht. Ah, das
Ini biru sih tapi oke okay deh. Zwei Stunden lang erklären, müssen Sie doch erklären. Es muss man 20 Euro geben. Also, wir wollen dann bei der Ja, ich glaube ein halbes Jahr zu meistern, ein halbes Jahr damals. Vor 7 Jahren habe ich zum ersten Mal oder 8 Jahren habe ich zum ersten Mal mit Tablet gearbeitet. Ich brauche ein halbes Jahr. Ja. Meine 7. Klasse Schule kann sogar innerhalb von einem Tag das machen, vielleicht Gabrieli auch, ja, weil sie sind so begabt beim Zeichnen. Meine Frau kann auch schnell eigentlich zeichnen oder auch damit vertraut machen, aber ich kann nicht. Genau. So, ich zeige nochmal, ja? Falsche Farbe. Für die blaue, das ist hier. Stimmt's? Ja. Genau, das ist für diesen Fall. Und für den braunen? Ja, ungefähr. Stimmt's? So, Frage? Darf ich die letzte Aufgabe Ihnen jetzt Zeit geben und jemand, bitte, 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 jemand an die Tafel kommen? An der Tafel machen? Nicht Devin, nicht Alia, nicht Clement, weil sie sind schon aktiv. Ja, nicht mehr. Jemand andere bitte. Timo, obwohl sie sehr gut sind, aber ich habe selten von ihnen gehört. Ja, ich bitte sie bitte an die Tafel zu gehen. Nummer 5. Ja, darf ich erst mal den Bruder Timo? Ja, Sie können Nummer 6 machen, wenn Sie wollen. Nummer 6. Ja. Nummer 5 ist Martino. Nummer 6. Der Rade. 14.